Damit aus einer vagen Idee ein nahezu perfektes Reisemobil wird, ist eine umfassende Planung unumgänglich. Wenn man nicht gerade einen LKW zum Expeditionsmobil, Reisebus zum Großraummobil oder Pickup-Fahrzeug zum Wohnmobil ausbauen möchte, bietet sich der Ausbau eines Kastenwagens an, worüber hier am Beispiel unseres Projektes berichtet wird. Man kann eine große Palette ausgebauter Fahrzeuge beim Händler oder auf Messen besichtigen. Viele ähneln sich. Man möchte sich hiervon abheben oder besondere, nicht käufliche Merkmale umsetzen. Am Beginn einer Planung steht die Auswahl eines geeigneten Fahrzeugs. Ein wesentliches Kriterium ist die Körpergröße, denn hierdurch wird Bettlänge und Stehhöhe bestimmt. Bei einer Größe von unter 1,70 Meter kann man für praktisch alle Fahrzeugtypen platzsparende Querbetten planen. Möchte man eine Bettlänge von 1,90 Meter bis 2 Meter realisieren, kommt man zum Längsbett. Zurzeit sehr in Mode, aber platzintensiver. In diesem Beispiel ist das Bett klappbar und man sitzt nebeneinander. Das ist kompliziert und nicht jedermanns Sache. Lediglich Fahrzeuge der Ducato-Familie bieten eine für ein 1,90 Meter Querbett ausreichende Breite und ermöglichen eine große Auswahl verschiedener Längen und Höhen. Die Länge H2 ist bei einem Ausbau ohne Sanitärraum interessant und die Höhe H3 bei Körpergrößen über 1,80 Meter. Unsere Vorstellungen und Wünsche fassen wir in einem Anforderungskatalog zusammen. Gebrauchte Fahrzeuge sind meistens mit 3 Sitzplätzen ausgerüstet. Ein Durchgang nach vorne ist nur bei einem Zweisitzer möglich. Weiterhin legen wir Wert auf eine gute Isolierung. Somit verbleibt die Trennwand im Fahrzeug. Der Sanitärraum kann dadurch vorne angeordnet werden. Das ergibt den gewünschten großen Freiraum in der Ausbaumitte. Für Heizung und Warmwassererzeugung ist Gas als Energieträger und eine Truma-Kombitherme die erste Wahl. Wir kommen nach zahlreichen Planspielen, Zeichnungen am Bildschirm und 1:1-Untersuchungen zu diesem Grundriss. Passend zu einem Ducato L4 oder Jumper bzw. Boxer L3. Mit der Beschränkung der Fahrzeuglänge ergibt sich bei einem 6 Meter Mobil ein Problem. Es bleibt zu wenig Platz für eine Sitzgruppe übrig. Doch es gibt eine Lösung, die versetzte Sitzanordnung. Während der Untersuchungen wurde die Anordnung der Fenster festgelegt. 2 Dachfenster und 3 Seitenfenster. Die Seitenwände sind gekrümmt. Hierfür sind inzwischen auch für Selbstausbauer Rahmenfenster S7 verfügbar. Hier wurden vorgehängte Fenster des Herstellers Polyplastik verwendet, für die die Fensterrahmen selbst hergestellt werden müssen. Die Fensteröffnungen sind mit dem Blechknabber ausgeschnitten und mit der Flex nachbearbeitet. Dann kann der Rahmen mit Polyurethankleber, in diesem Fall Sikaflex 252, eingesetzt werden. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die Werkstoffe des Ausbaus festzulegen. Die Isolierung des Kastenwagens ist aufgrund der Zerklüftung sehr anspruchsvoll. Wir empfehlen ausschließlich wasserdampfundurchlässigen Schaum, extrudierten Polystyrolschaum und Polyethylenschaum.
Einige Kastenprofile wurden noch ausgeschäumt. Hiervon ist wegen geringer Isolierwirkung und der Beulneigung des Karosseriebläs eher abzuraten. Unterstrukturen werden aus dem leichten Fichtenholz gefertigt. Für Fensterrahmen und feuchte kritische Bereiche kann man auch höherwertiges Lärchenholz einsetzen. Kostensparend ist der Leistenzuschnitt mit einer Kreissäge, mit nachfolgendem Hobeln auf Endmaß, hier meistens 20x20 mm. Wandverkleidungen sind aus 3-5 mm Sperrholz, welches sich gut an die Karosseriekrümmungen anpassen lässt. Für den Möbelbau sollten die Platten ca. 15 mm dick sein, sind aber mit Ausnahme des weichen, optisch nicht so ansprechenden Pappelsperrholzes zu schwer. Neben den beschichteten Pappelsperrholzplatten empfiehlt sich ein dreischichtig verleimter Aufbau mit einer leichten Zwischenschicht aus zum Beispiel Hartschaum oder Papierwaben. Dieser Sandwich-Aufbau lässt sich auch in einer Vorrichtung gekrümmt verleimen. Und die Kanten werden einfach mit dem Bügeleisen furniert. Wandflächen und Decken können natürlich auch mit textilem Material oder Kunstleder verkleidet werden. Wir haben perlweißes Büffelkunstleder für die Decke und das gesteppte Material im Bettbereich eingesetzt. In der Nasszelle kamen Wandverkleidungen aus opalweißem Acryl zum Einsatz. Schaumplatten, hier die Sitzpolster, sind in zahlreichen Qualitäten zugeschnitten im Handel beziehbar. Unsere Bodenbelege ließen sich einfach mit dem Cuttermesser zuschneiden. Aus Gewichtsgründen haben wir leichte PVC-Auslegeware, den Klickplatten, vorgezogen. Für Klebungen und Abdichtungen gibt es eine große Palette Kleber, die einkomponentisch aus Kartuschen mit der Silikonspritze verarbeitet werden. Holzleimungen werden mit dem bekannten Weißleim oder in Verbindung mit Schaumplatten auch mit leicht aufschäumenden Polyurethanleim hergestellt. Zur Lackierung von Holzflächen verzichten wir auf einen Spritzauftrag und empfehlen stattdessen den umweltschonenden Einsatz von Lackierrollen. Im Ausbau gibt es noch eine Anzahl weiterer Werkstoffe und Halbzeuge wie Profilstangen, Stangenscharniere und Rohre, Schläuche für verschiedenste Zwecke nebst zugehörigen Befestigungselementen und natürlich verschiedenste Schrauben, Nieten und Einzieh- bzw. Einschlagmuttern. Nicht zu vergessen die Materialien für die Elektroinstallation. Verschiedene Kabelquerschnitte und eine gut bestückte Kleinteilbox. Kommen wir zurück zum Ausbau. Neben dem schon erwähnten Einbau von Fensterrahmen und weiteren Verstärkungen für kleinere Durchbrüche wird der Einbau des Fußbodens vorbereitet. Die Auflage des Sperrholzbodens besteht aus Holzleisten, die auf den Metallboden der Karosserie geklebt sind und deren Zwischenräume mit Isoliermaterial gefüllt werden. Parallel hierzu starten die Isolierungsarbeiten. Polyethylenmatten kommen in die Blechfelder und werden um die Karosserieaussteifungen geklebt. Bei Wänden und der Decke ist es ähnlich wie beim Fußboden. Ein Leistengerüst auf die Metallstruktur geklebt und geschraubt, bildet die Basis für Verkleidungen und einzubauende Möbel. Für eine perfekte Isolierung empfehlen wir eine weitere Isolierschale, bestehend aus Polystyrolplatten in den Leistenzwischenräumen.
In den mit Sperrholzplatten verkleideten Wänden sind die Auflagen für Hängeschrankboden, Tisch- und Bettkastenboden enthalten. Auf dem Fußboden kommt der Aufbau für einen Zwischenboden. Hierunter kann man sehr gut Kabel, Schläuche und Heizungsrohre verlegen. Die Fensterausschnitte erhalten ein umlaufendes Dichtungsprofil. Hier am Beispiel der Schiebetür dargestellt, deren Innenverkleidung in einer passenden Ausbildung ein Plissirolo aufnimmt. Im Laufe der Arbeiten entstanden für nahezu alle zwischenzeitlich erworbenen Kaufteile Zeichnungen, die auch als Basis für die Planung der einzubauenden Systeme dienen. Hierbei haben wir festgestellt, welche elektrischen Verbraucher mit welchen Spannungen zu versorgen sind und welchen Strombedarf die Ausbaubatterie voraussichtlich übernehmen muss. Wenn man länger ohne 230 Volt Anschluss auskommen will, empfiehlt sich eine Solaranlage. Auf dem Dach lässt sich mindestens ein 100 Watt Panel problemlos unterbringen. Die elektrische Anlage ist in der Nähe von Batterie und Außenanschluss auf und hinter einer Platte zusammengefasst. Von hier aus werden die Verbraucher versorgt. Mit dem Inhalt einer Flasche Propan oder Autogas kann man selbst im Frühjahr oder Herbst gut 2 Wochen auskommen. Diese Anlage versorgt den Kühlschrank, den Kocher und die Heizungsanlage. Die wesentlichen Entscheidungen bei der Auslegung der Wasseranlage betreffen die Tankgrößen. Wir haben uns für Tanks mit je 50 Liter entschieden. Der Wasservorrat reicht damit etwa 2 Tage. Mit dem Ausgleichsgefäß haben wir einen gleichmäßigen Druck und der 10 Liter Boiler ermöglicht 2 Duschgänge hintereinander. Alle Wasserhähne bieten warmes und kaltes Wasser und das Abwasser kann wahlweise direkt oder über einen Kanister entsorgt werden. Der Schlafbereich sollte nicht zu beengt sein. Wir fanden eine Bettbreite von 1,40 Meter im Schulterbereich ausreichend. Der Fußbereich ist auf 1,25 reduziert, was nicht weiter stört. Der Bettkastenboden ist bis auf Belüftungsöffnungen geschlossen und trägt die Unterfederung aus Tellerfedern. Mit einer Kaltschaummatratze mit viskoelastischer Auflage liegt man sehr komfortabel. Und zu den Hecktüren gibt es eine isolierte Wand, die nur durch eine Fensteröffnung unterbrochen ist. Die übliche Anordnung der Küche im Eingangsbereich ist eine gute Wahl. Knapp ist immer die freie Ablagefläche, wie diese Fotos zeigen. Durch ein kleines und wassersparendes Spülbecken in Verbindung mit der Erweiterungsklappe reicht die Fläche gerade aus. Der Sanitärraum enthält ein freistehendes, arretiertes Porta-Potti. Es ragt zwar in die Duschtasse, was jedoch im Beinbereich nicht störend ist. Mit diesen Maßen ist der Raum ausreichend groß. Selbst eine Grundfläche von 80 x 90 cm wäre vertretbar. Eine bequeme Sitzgruppe für 4 Personen ist auch bei der maximalen Fahrzeuglänge ohne Einbeziehung des Führerhauses nicht realisierbar. Bei der Gestaltung dieser platzsparenden Lösung muss man allerdings den Bewegungsablauf beim Einnehmen der Sitzposition berücksichtigen. Deshalb die einseitig abgeschrägten Sitzflächen und Unterbauten.
Einen Vorteil hat man, wenn man die Sitze komplett fertigt und an die Körpergrößen der Bewohner anpassen kann. Möbelwände und Türen sind, wie schon beschrieben, aus 3 Schichten auf einem ebenen Tisch verleimt. Für konturierte Teile wie Hängeschrankklappen und Sitzflächen werden einfache Leimvorrichtungen erforderlich. Geöffnete Türen oder Klappen dürfen nicht mit anderen Bauteilen kollidieren. Auf Vorsprünge legt man Handy, Brille oder Armbanduhr. Befindet sich hier eine Tür, so sollte sie erst einige Zentimeter über der Ablage beginnen. Hängeschrankklappen sollten sich von Personen mit verschiedenen Körpergrößen gut öffnen lassen. Auch kleine Bewohner sollten die Stellflächen erreichen. Und neben den ausgezogenen Schubladen des Küchenblocks muss auch noch genügend Stehfläche sein. Schranktüren mit Innenanschlag sind optisch ansprechend. Diese zurückspringende Tür ist mit Mini-Scharnieren, auch Topfbänder genannt, angeschlagen und mit einem Pushlock-Schloss verriegelt. Die Sanitärraumtür ist dicker, hat eine Papierwabenfüllung und eine umlaufende Falz mit gekröpften Möbelscharnieren, deren Fertigung wir hier gerade sehen. Die Türrahmen sowie abgerundete Außenecken an Schränken und Wandverkleidungen sind aus dem gleichen Massivholz wie die Sichtflächen. Mit einem Ausbaugewicht von 625 kg auf die Baugruppen wie hier dargestellt verteilt, sollte es bei 3,2 oder 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht nicht zu späteren Zuladungsengpässen kommen. In unserem Projekt kosteten die hauptsächlich in 2015 eingekauften Materialien und Teile, bis auf den Kühlschrank waren es Neuteile, aus teilweise recht kostengünstigen Quellen etwa 12.000 Euro. Dieses Video kann nur einen kleinen Einblick in die Thematik der Ausbauplanungen am Beispiel eines Kastenwagens der Ducato-Familie wiedergeben. Umfassende Planungsunterlagen oder auch komplette Zeichnungen zum Nachbau oder als Basis für eigene Konstruktionen sind verfügbar.